Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Nasila Jafari. Wir machen ein Express DAX und wirklich Express Nasdaq-Analyse. Falls dich interessiert, sehr, sehr gerne bleib dabei. Es geht gleich los. Ja, Express, weil diesen eigentlich in siebte, achte habe ich schon alles gesagt. Falls du noch nicht diesen siebte, achte Analyse gehört hast, dann nachholen, dann weißt du es eigentlich Bescheid. Was habe ich damals gesagt? Bitte Blick auf 13,7 und 13,450. Mehrfach betont, diesen beiden Bereichen ist wichtig. Es ist für die Longis immer noch nicht passiert, solange 13,450 nicht die Kursen nach unten, darunter unhält. Also haben wir sogar punktgenau die angehalten, nachdem wir bei 13.700 ein bisschen unseren Zicken gemacht haben. Der Markt besteht aus Einatmen, Ausatmen. Viele Leute fragen mich, Hedge, was ist Hedge? Hedge, habe hier tausende Videos, aber sehr, sehr gerne, sehr, sehr kurz. Für mich ist hier Trend gewesen, im großen Picture sind alles hier auf YouTube. Dann einmal Gas gegeben in einen Long-Position. Long-Position habe ich nach dem Fett ein bisschen erhöht, habe dann natürlich gehedged. Gehedged heißt, wenn du hier weißt, hier Kanonen donnern, ja, ganz wichtig ist, also musst du deine Position hedgen. Du kannst, wenn du die Bereiche kennst, schön Position auscashen, so wie ich zumindest mal sage. Und wenn du ausgecashed hast, dann kann immer noch, wenn das guten Bereich ist, mit super Server und super Wahrscheinlichkeit, nochmal im Long Gas geben. Ansonsten, es macht überhaupt gar keinen Sinn, in dem Long Gas zu geben, weil du gegen eigentlich eine Korrektur handelst. Und eine Korrektur kann sehr schnell irgendwelche Dächer brechen, ja, und dann wird es richtig teuer. Also wisse, wo du was machst, das ist ganz wichtig. Wir haben in der letzten Video Marktupdate aus meinem Urlaub gesagt, Blick bitte auf dem 13.450, vor allem ganz wichtig, darunter bisschen Vorsicht, darüber bleibt der Markt, wir waren noch hier. Dann können wir ein bisschen mehr sehen, vor allem wenn unseren DAXI oberhalb von 13,7 sich ein bisschen stabilisiert hat. Wir haben ja gesehen, diesen Bereichen hat er ein bisschen, also hier brauchen wir gar nicht darüber reden, seht ihr ja, wie präzise das angehalten hat. Und mehr war es dann immer wieder, ich habe immer wieder oben natürlich gehedged, ob das hier ist, da ist und nochmal in diesem Maximalbereich. In dem letzten Video auch gesagt, wenn der da drüber geht, dann können wir ein bisschen mehr sehen. Aus diesem Bereich oberhalb von 13,7 brauchen wir ein bisschen mehr Stabilisierung. Also der Kurs muss genau darüber am besten bleiben, um kurzfristig, für die kurzfristig, diejenigen, die kurzfristig Gas geben wollen, dann im Trend. Dann können Sie dann in solche Momente machen. Bitte nicht einfach gegen eine Korrektur, wenn dann der Markt anfängt zu korrigieren. Wenn ihr die Bereiche nicht kennt, wie gesagt, das kann auf einmal irgendwelche Dächer brechen. Ihr merkt es nicht und ihr handelt immer dagegen. Okay? So, wir haben heute. Und besonders seit gestern Abend im Nasdaq. Ich habe in meinen Story gestern Abend reingegeben, ich habe massiv gestern Abend den Nasdaq wieder gehedged. Ihr fragt ja immer wieder, warum Hedge heißt. Also ich habe hier gehedged, weil für mich dann wieder wichtig war. Also wenn das hier dann durchbrochen hätte, genauso wie diesen Bereich, wenn die 13.000 durchbricht, also durchbrochen hätte, dann hätten wir ein größeres Problem. Dann komme ich nicht mehr wirklich mit gutes CRV im Markt rein. Gestern Abend hat diesen Bereich der 13.700 gehalten. Achtung, der kann immer noch mal auch im Nasdaq getestet werden. Insgesamt 13.7 ist, bleibt für mich nächste Zeit ganz wichtig, aber wie gesagt, ist nichts passiert. Immer noch ist es immer noch die Korrekturen. Wann wird im Nasdaq
Problematik unterhalb 13.550, 13.500. Das ist genau die Bereichen, die ich immer wieder auch nochmal, wie gesagt, gehedged habe. Falls euch interessiert, würde ich eine größere Nasdaq-Bild machen. Das haben wir ja sehr, 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 sehr lange hier im Blick gehabt. Ja, also seitdem den Long, 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 Long. Und ja, jetzt sind wir wieder in den Bereichen angekommen, das für mich ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz gefährlich wird. Also, wie gesagt, bitte nicht einfach so dagegen handeln. Es wäre echt, echt fatal, wenn ihr falsch liegt. So, jetzt gehen wir mal nochmal im DAX zurück. Wie gesagt, falls ihr euch interessiert, versprochen, mache ich diese Woche noch DAX. Habe ich in Story geschrieben, Breakdown heute. Breakdown heute unterhalb von 13.900, 13.880 ist für mich ein Breakdown. Breakdown heißt, kurzfristig Impuls wird sich immer noch anhalten und dann wird diesen Bereich auch wieder ganz, ganz, ganz wichtig werden. Wie wir gesehen haben, Freitagabend, ich habe angekündigt, weil 13.880 war, weil das für mich dann wirklich, wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Also hier müsste man immer wieder wirklich dann vorsichtig sein. Freitag habe ich meine Position gehedged, den Long-Position, die ich lange, lange ausgecashed habe. Diesen Long-Positionen sind schon draußen, habe ich auch in der Stories gesagt, die sind draußen. Der große Long-Position ist noch da, aber der frisst wirklich auch kein Brot mehr. Also das ist wirklich für mich uninteressant. Ich konzentriere mich wirklich im Moment wieder auf dem oberen Bereich im Markt. So, im DAX ist ganz wichtig, bitte, unterhalb von 13.700 ist und bleibt der Markt Achtung, Achtung, Vorsicht. Hier wird, wie gesagt, als eine Korrektur dann einen wirklich dann größere Sache. So, ihr wisst ja, was dann für mich in großem Bild bedeutet. Das heißt, dann wird es halt, wenn das unterhalb der 13.7 bleibt, genauso wie hier war, müssen wir wirklich mit einem schnelleren Down dann wieder rechnen. Erst einmal war alles gedämpft worden von dem Markt, also dagegen angehalten, wie gesagt, Punktlandung circa auf diese Linien. Und jetzt muss man wirklich oben beachten. So, ich habe, wenn du heute auch bei Breakdown reingegangen bist, also in den Korrekturen nochmal der Markt gegeben hat, dann nochmal eingestiegen bist, dann sichere erst einmal deine Position. Achte auf dem Schlusskursbasis die ganze Zeit, also Schlusskurs heißt, wenn der Kurs wirklich darunter bleibt oder darüber bleibt, achte bitte auf 13.800 bis maximal 13.700. Ich wiederhole, achte darauf, weil diesen Bereich für mich enorm wichtig ist. Ich hedge immer, wenn die Kanonen donnern, cashe aus und bin dann einfach Zuschauer und analysiere weiterhin das Marktverhalten. Das ist zumindest mal für mich ganz wichtig. Falls du mich auf den Instagram follows, dann weißt du es, dass ich diesen Bereich dann zumindest mal angekündigt habe, beziehungsweise auch in dem 7.8. hier auf YouTube gesagt habe. Okay, wir kommen, wie gesagt, in einem Bereichen, die im DAX und Co. echt nicht spaßig sind. Also müssen wir mit einem bisschen größeren Korrekturen immer rechnen. Auf Intraday-Basis kann immer noch der Nasdaq, wie gesagt, ein bisschen nach oben gehen, aber wichtig, wichtig bleibt 13.7 im Nasdaq erst einmal zu schauen und wichtig, wichtig bleibt 13.880, 13.900, 13.800, 13.700 im Moment wirklich ganz ehrlich, ganz genau anschauen. Ich hoffe, dass es diesen Express dir ein bisschen helfen könnte. Ich würde es auf jeden Fall, falls dich interessiert, den Nasdaq in klein und großes Bild ein bisschen genauer die nächsten Tagen machen. Falls dich interessiert, sehr gerne. Schreib unter diesen
diesem Video und ich würde mich immer wieder freuen, von euch zu hören. Alles Liebe, viel Erfolg und maximale Performance, eure Nazila.